willkommen zur Kalenderwoche 51 und man muss wirklich kein Fuchs sein, um sich auszurechnen, dass wir nur noch ganz wenig Zeit haben in diesem Jahr. Ja, dann steht nämlich das Jahr 2010 an. Und ob das ähnlich böse wird, ja, wie das Jahr 2009, das werden wir sehen. Und wir werden das besprechen mit einem Star-Astrologen, der zu Besuch in der Kalenderwoche ist. Er heißt Till Ahrens. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Wir wollen, wie gesagt, unter anderem sprechen über das kommende Jahr, vielleicht auch nochmal über dieses. Aber für mich war das kein so schönes Jahr, muss ich leider sagen. Wie war das denn für die meisten Menschen? Kann man das so allgemein sagen? Generell hat jeder Mensch ein anderes Horoskop. Für einige sind manchmal schwierige Zeiten angesagt, andere haben leichtere Zeiten. Insgesamt ist es ein schwieriges Jahr gewesen für die ganze Welt, für die Menschheit. Es gab sehr viele Umbrüche und wird es auch weiterhin geben. Oh. Ja. Das ist schon mal die Prognose. Wer jetzt Optimist bleiben möchte, schaltet lieber weg oder wie? Nein. Also das müssen wir gleich natürlich dazu sagen. Wir müssen alle dazulernen und uns auch anpassen. Und Veränderungen sind notwendig, damit das Leben einfach wieder mit voller Lebendigkeit genossen werden kann. Und Umbrüche müssen da kommen, wo Dinge stagniert sind und wo es einfach nicht weitergeht. Okay. Und da sind wir ganz bestimmt drin, dass vieles sich ändern muss. Ja, da sind wir drin. Okay, jetzt möchte ich aber vorab mal eine allgemeine Sache klären, denn viele sehen schon das Thema ja Astrologie und sagen sich hier, Hokus Pokus, schalte ich gleich wieder weg. Gerade Männer, glaube ich, haben ein bisschen Probleme mit dieser Sternzeichengeschichte und so. Mhm. Deswegen vielleicht mal zu Anfang mal die Frage, was soll denn nun wirklich das Geburtsdatum mit allem, was einem so passiert, zu tun haben oder wie man ist, ja, Charaktereigenschaften. Mhm. Ist das wirklich so? Also laut der Astrologie haben wir auf jeden Fall jeder seine individuelle Anlage und die Sternkonstellation zum Zeitpunkt der Geburt, da ist wichtig, nicht nur der Tag, sondern auch die Uhrzeit brauchen wir und den Ort. Aber was soll das mit der Charaktereigenschaft zu tun haben? Weil die Planeten stehen für gewisse Ebenen, die also auch in uns existieren. Das ist verschiedene energetische Ebenen. Es gibt erstmal Sonne und Mond. Wir haben alle eine männliche und eine weibliche Persönlichkeitshälfte, die ganz gewisse, und da haben wir uns, sind wir unterschiedlich angelegt. Und tatsächlich ist es so, sonst hätte ich nicht über so viele Jahre mit der Astrologie weitergemacht, dass man diese Anlagen deutlich wiedererkennen kann im Horoskop. Okay. Erstmal charakterliche Anlagen. Mhm. Und da geht's, kann man natürlich, wenn man darin geschult ist, einiges weiter noch erkennen. Okay, das heißt, wie gehst du vor, wenn jetzt jemand zu dir kommt und eine Beratung möchte? Dann sagst du, wir treffen uns? Ja, also als erstes wird in einem Telefonat vorab geklärt, also dass man die Daten bekommt, das Datum, Geburtsdatum, Uhrzeit, den Geburtsort, ein bisschen die Gesprächsthemen, worum es geht, hat der Klient gewisse Fragen, die ihn ganz besonders interessieren, beruflich, partnerschaftlich oder auch die Gesundheit. Und dann bereite ich das vor und man trifft sich in einem, man macht einen Termin für ein Gespräch dann, persönlich meistens, wenn der Klient in Hamburg wohnt oder auch am Telefon und nimmt sich dann Zeit, das ganze Horoskop und die Anliegen speziell zu besprechen. Okay, wir gucken mal auf deine Seite. Da sehen wir, oh, du warst ja schon bei mehreren, wir haben uns wir auch, haben getroffen, auch schon mal getroffen, ja. In einer Sendung. Aber es steht hier, was du so machst, da kann man sich das angucken. Ja. Lauter verschiedene Horoskope, aber vor allem bist du auch spezialisiert auf medizinische Astrologie, steht hier. Und ich habe ein Zitat gefunden von dir, nicht von dir, es ist von Hippokrates, und aber auch von dir, was du zitiert hast. Ein Arzt ohne Kenntnisse der Astrologie hat nicht das Recht, sich Arzt zu nennen. Das ersetzt aber jetzt nicht den Arzt, also deine Person. Nein, das war früher einfach so, dass Ärzte immer auch Astrologie betrieben haben und dass diese medizinische Wissenschaft einherging mit dem kosmischen Zyklen. Und es gab Zeiten, wo Medikamente, Kräuter gepflückt werden durften, zu ganz speziellen Zeiten und so weiter. Oder auch das Verabreichen von bestimmten Kräutermixturen wurde astrologisch fein abgestimmt. Okay, aber Astrologie ist ja jetzt nichts für jemanden, der sagt, ich möchte wirklich Beweise, ich möchte wissenschaftliche Studien, dass irgendwas stimmt. Das kann man eigentlich nicht bieten, oder, in der Astrologie? Für mich ist es eine empirische Wissenschaft, das heißt, ich gucke, was ist im Sternenhimmel und gucke, was passiert bei jedem Einzelnen und finde da dann die Zusammenhänge. Und insofern, wenn man dann sieht, dass unter diesen Zyklen immer wieder ähnliche oder sagen wir Ereignisse von derselben Natur auftreten, die dasselbe, ähnlich sind, dann kann man daraus auch dann auf die Zukunft schließen. Okay, wir werden uns das nachher mal angucken anhand eines Beispiels. Ja. Zum Beispiel Deutschland. Zum Beispiel. Ich finde aber auch ganz interessant,
dass du dein Wissen ja von deiner Oma hast. Genau. Ne? Die hat schon als Astrologin gearbeitet. Ja. Wie ist da der Werdegang gewesen? Also meine Großmutter hat ihr ganzes Leben lang Astrologie gemacht, schon während des Krieges angefangen damit. In Hamburg. Ihr ganzes Leben lang war sie in Hamburg. Und du saßt in der Ecke und hast zugeguckt. Ich saß in der Ecke, hab zugeguckt. Wir haben im selben Haus gewohnt. Und ich wurde immer, je älter ich wurde, dann erinnere ich mich, dass ich immer mehr Fragen gestellt habe und sag mal, Oma, wie ist das denn, was ist das denn hier? Und so bin ich da relativ früh, also recht früh schon mit konfrontiert worden und habe eine exzellente Großmutter gehabt, die also unglaubliches astrologisches Wissen über diese ganzen Jahrzehnte angesammelt hat. Und ich erinnere, dass das teilweise Klienten reinkamen und sie sagte denen auf den Kopf zu, ja, sie sind Fische und haben einen Schütze-Aszendenten. Und die waren ganz erstaunt und sagen, woher wissen Sie das? Ich habe Ihnen doch noch gar nicht mein Horoskop gegeben. Ja, also das sehe ich deutlich, sagte meine Großmutter dann. Echt? Und sie hat auch also Ereignisse wirklich bis auf die Stunde manchmal hervorgesagt, wo sie dann gesagt hat den Klienten, also machen Sie sich mal keine Sorgen, da wird es eine Schwierigkeit geben, wenn Sie in Urlaub fahren. Da werden Sie kurz festgehalten, aber nach so und so vielen Minuten werden Sie wieder freigelassen und es ist alles bestens. Festgehalten und freigelassen? Ja, das ist im Urlaub. Ja, wenn es also mit dem Auto und da kann es ja manchmal dann irgendwelche Schwierigkeiten geben. Es ist viele Jahre her, ich denke mal, Europa hat sich auch vieles geändert. Also vor vielen Jahren, das war ein Beispiel, wo ich mich erinnere. Ja. Okay. Gut, das heißt, du hast dann irgendwann beschlossen, das will ich auch machen. Mhm. Und hast du dann irgendwas noch studiert oder ist das jetzt sozusagen deine Lehre gewesen, deine Großmutter? Also, erstmal habe ich angefangen bei meiner Großmutter das zu lernen. Noch nicht mit der Absicht, Astrologe zu werden, sondern es war einfach spannend, äußerst spannendes Thema. Und ich habe an der Universität in Marburg habe ich vergleichende Religionswissenschaften und Tibetologie studiert. Also speziell tibetischen Buddhismus, darauf habe ich mich spezialisiert. Und habe aber auch an der Uni schon die Geschichte der Astrologie speziell belegt. Also das gab es tatsächlich, dass man an der Uni in Deutschland auch Geschichte der Astrologie studieren konnte. Es waren mehrere Semester, verschiedene Kurse und Vorlesungen. Das war zum Beispiel eine spannende Sache. Also alles fundiert. Ja, das ist dann wirklich wissenschaftlich, Geschichtswissenschaft. Ja, jetzt würden sich ja auch nicht so viele Menschen damit beschäftigen, wenn es tatsächlich nur Hokuspokus wäre, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Gucken wir uns noch mal unser schönes Mutterland, hätte ich fast gesagt, Vaterland an. Ja. Wie sieht es denn aus jetzt für Deutschland? Momentan, hier sehen wir noch Heidi Klum, die besprechen wir nachher, das ist ja auch Deutschland in gewisser Art und Weise. Ja. Gucken wir uns erstmal Deutschland an. Vielleicht können wir auch mal so einen Chart, sagt man bitte, das dazu? Chart, das ist ein Chart. Ein Chart in die Kamera halten, um mal, aber das kennt man ja. Das ist jetzt das Horoskop des Verfassungsbeginns in Deutschland. Für einen Laien wirklich relativ schwierig, lauter Zahlen und Zeichen, aber man Gradzahlen auch sehr viele. Genau. Und wir haben also, wenn wir den Verfassungsbeginn nehmen, das war am 24. Mai 1949, 0 Uhr, da ist unsere Verfassung in Kraft getreten und da hat Deutschland einen Steinbock-Aszendenten. Und das ist meines Erachtens also das Horoskop, was Deutschland am meisten repräsentiert. Ach so, man hat wirklich für das Land auch einen... Ja. Und der Aszendent ist ganz, ganz wichtig. Also auch bei allen persönlichen Horoskopen. Als professioneller Astrologe geht man nicht nach den Sonnenzeichen, also nicht nur, sondern der Aszendent ist so ein Angelpunkt im Horoskop, was viel mehr für die Persönlichkeit aussagt als das Sonnenzeichen. Okay. Weil der Aszendent ist wirklich von der Minute oder sagen wir von der Stunde abhängig, also der Uhrzeit. Und das macht den individuellen Faktor. Wie soll man denn bitte wirklich jetzt unseren Zuschauern, die so Realisten sind, klar machen, dass Deutschland jetzt Steinbock von Sternzeichen ist? Ja, passt perfekt. Da sagst du also Realisten. Wir haben einen Steinbock-Aszendenten und wir sind ein Land der Realisten. Also Steinbock hat mit Realismus zu tun, mit Sicherheit, mit Pragmatismus. Das ist, muss alles, das ist ein Erdelement, muss Hand und Fuß haben in Deutschland. Stimmt, alles. Das kann man sagen, vor allem auf den Ämtern. Ja, also es gibt ja immer noch so ein bisschen auch dieses Made in Germany und vielleicht nicht mehr ganz so viel, aber. Ja. Aber an sich hat das, denke ich, liegt das auch damit drin begründet, dass wir diesen soliden Steinbock-Aszendenten haben. Gesetze sind sehr wichtig in Deutschland. Ja. Gesetze haben durchaus was Positives, aber sie können auch natürlich die Lebendigkeit nehmen, wenn wir zu viel Gesetze haben. Ja. Und da kommen wir rein in eine Phase im Horoskop, also der Pluto. Der wird Pluto jetzt über den nicht mit den Ohren, nicht mit den Ohren. Witz, ne? Der Pluto
der jetzt laut Astronomie nicht mehr zu den Planeten zählt, aber für die Astrologen ist es also immer noch ein sehr wichtiger, relevanter Himmelskörper. Mhm. Der geht über den Aszendenten von Deutschland. Okay. 2011 wird er da also mehrmals rübergehen. Wir kriegen neue Gesetze? Es wird einiges sich ändern müssen. Also es ist ein großer Transformationsdruck, der da auf Deutschland ausgeübt wird, also auf das Land im Ganzen. Und jetzt, was kann man sagen, in welchen Bereichen? Alles. Ich denke, dass wir mit der Gesundheitsreform noch lange nicht am Ende sind. Das kann so noch nicht wirklich funktionieren. Mhm. Wir werden sicherlich die Schwierigkeit bekommen, dass etliche Steuereinnahmen wegfallen noch, weil die Auswirkungen von 2009 alles ein bisschen erst später sich zeigen werden. Mhm. Und dass da dann in den nächsten Jahren also wirklich gehandelt werden muss. Wir haben das Steuerloch, also viele Schulden, das ist allgemein bekannt. Und bis jetzt ist noch nicht wirklich etwas Relevantes passiert. Und ich denke, es muss was geschehen. Ja, wir müssen ja auch aus der Finanzkrise raus. Ja, und das entscheiden wir. Das heißt, in dem Maße, wie wir darauf reagieren und bereit sind, uns zu verändern, in dem Maße werden wir auch diese Krise bewältigen. Okay, aber nächstes Jahr noch nicht. Nein, nächstes Jahr sind wir immer noch da drin. Müssen wir alle noch leben wie die Kirchenmäuse. Das sind ja nicht so gute Nachrichten. Nicht alle. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt komplett alle kein Geld mehr haben, sondern es heißt, dass wir, dass die Gesellschaft im Umbruch ist und im Wandel. Viele haben ihren Job verloren und es werden neue Jobs entstehen, es werden neue Firmen gegründet. Also die gesamte Gesellschaftsstruktur wird durchgerüttelt. Ja, natürlich. Und je mehr auch die Regierung dazu beiträgt, desto leichter oder schneller wird das Ganze bewältigt werden. Okay. Aber da ist sicherlich noch einiges, steht da noch aus. Steht da noch aus. Weil dieser Aspekt wird erst 2011 exakt werden. Ach so,